Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Videotutorial-Reihe, das UDK für Sourcer. Ich habe mich entschlossen, hier eine kleine Reihe an Videotutorials zu machen und zu zeigen, wie man denn mit dem UDK umgeht. Und das vielleicht mehr oder weniger speziell für Leute, die halt vorher mit der Source Engine gearbeitet haben, sodass ich da auch ein paar Vergleiche oder ein paar Sachen mit erklären kann, die vielleicht ganz wichtig sind. Ja, so sieht das UDK aus, wenn man es runtergeladen und installiert und geöffnet hat. Dieses Fenster, was ja Content Browser heißt, schließen wir direkt mal und sehen, dass wir jetzt eine Oberfläche haben, die wir eigentlich aus allen gängigen 3D-Programmen kennen. Also hier unten eine 3D-Kamera und drei 2D-Fenster. Side, Front und Top View. Die Navigation in den 2D-Fenstern funktioniert einfach über die Maus. Also linke Maustaste drücken und halten ist bewegen. Und Mausrad ist zoomen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier eine Kamera bewege, bewegen sich alle anderen mit. Wem das nicht gefällt, der kann hier oben bei den Einstellungen genau dieses Verhalten ausschalten. Und wenn wir schon gerade das Fenster aufhaben, hier gibt es noch verschiedene Control-Modi für die Kamera im 3D-Modus. Wie standardmäßig eingestellt ist, ist hier mit Rechtsklick und Halten rumgucken. Beide Maustasten drücken und ja, hin und her bewegen ist so hoch und runter oder seitlich streifen. Mausrad ist Zoom und mit W, A, S und D kann man sich bewegen. Und das alles zusammen ergibt eigentlich eine relativ freie Bewegung. Mit diesem Kästchen hier kann man die Geschwindigkeit der Kamera einstellen. Je voller das Kästchen, desto schneller ist die Kamera. So, wie gesagt, so sieht das UDK zumindest aktuell aus, wenn man es öffnet. Man hat hier diesen Standardraum mit Himmel und einer Sonne. Ich möchte aber für das Tutorial euch zeigen, wie man alles von Grund auf aufbaut. Deswegen machen wir hier mal direkt einen neuen Level. Oh, das geht aber langsam. Ah ja, jetzt haben wir es. Und wählen einfach mal Blank Map aus. Hier gibt es verschiedene Presets für verschiedene Lichtsettings. Kann ganz praktisch sein, weil man schon die Sachen, die man im Prinzip eh braucht, da hat. Aber wir wollen uns mal anschauen, wie man alles Stück für Stück aufbaut und deswegen fangen wir mit der Lernmap an. So, und da sehen wir schon, wie es aussieht. Wir haben jetzt, ja, nix, ein großes Grid und einen roten Würfel. Dieser rote Würfel, den werdet ihr hassen und lieben lernen, das ist der sogenannte Builder Brush. Thema dieses ersten Tutorials ist ja natürlich das Brushwork. Ups. Das Brushwork. Es gibt im UDK, genau wie auch im Hammer Editor, gebrushte Objekte und ja, Polymeshes, also Models oder wie auch immer man es nennen möchte. Der Fokus liegt sicherlich im UDK ein bisschen mehr auf der Benutzung von den Polymeshes. Nichtsdestotrotz kann man auch eine Menge mit den Brushes machen und das möchte ich euch mal kurz erklären, wie es funktioniert. Wir haben hier drüben in der ja, Tool-Leiste auf der linken Seite einen Bereich mit Brushes. Und da sieht man schon, es gibt verschiedene Presets für Brushes, wie man es auch im Prinzip aus der Source Engine kennt. Die kann man einfach durchdrücken und kriegt halt, ja, verschiedene Sachen. Wenn man mit dem Rechtsklick irgendwo drauf geht, kommt hier so ein Eigenschaftenfenster und man kann einstellen, was man hier halt für, ja, Dimensionen haben möchte. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Grundfläche für meine Map haben. Gebe einfach mal 1024x1024x32 ein. Das brauche ich nicht, weil ich hier nicht haben möchte, dass es als Hollow ist, sondern als solides Objekt. Drücke dann auf Bild, wobei man das eigentlich auch gar nicht muss. Und sehe jetzt, dass im Prinzip der Builder Brush jetzt die Dimension angenommen hat, die ich gerne hätte. Und um ihn jetzt wirklich auch als Geometrie zu erzeugen, gibt es hier unten drunter einen Bereich, der heißt CSG. Das sind im Prinzip, ja, ist ein anderes Wort für Brush-Geometrie. Da gibt es verschiedene Modi wieder, CSG Add, CSG Subtract, CSG Deintersect und CSG Intersect. Da wir jetzt die Geometrie dem Level hinzufügen möchten, drücken wir einfach auf CSG Add. Und voilà, schon erscheint ein Brush mit einer Standardtextur. Das kann man jetzt hier ein bisschen raus, dass man es gut sieht. Genau, jetzt haben wir den. Und wenn ich jetzt die Wände bauen möchte, gehe ich zum Beispiel wieder hier drauf und sage mir jetzt halt in der Richtung 32. 256, nee, falsch, nach wie vor, und hier Höhe 256. Und kann jetzt hier hinschieben, meinen Brush an die Seite, wo ich meine Wand hin haben möchte, und drücke wieder auf CSG Add. Und so könnte ich das im Prinzip jetzt weitermachen.
Will ich aber nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen umständlich, mal mit diesem Builderbrush zu arbeiten, und es geht zum Glück auch einfacher. Deswegen drücke ich es einfach mal B. Damit verschwindet der Builderbrush aus der Ansicht. Er ist natürlich immer noch da, aber man sieht ihn halt einfach nicht mehr. Und zeige euch mal, wie man jetzt generell einfach mit diesen Brushes weiterarbeiten kann. Ihr könnt einfach, wenn ihr im 2D-Fenster hier drauf drückt, den Brush markieren. Wenn ihr im 3D-Fenster irgendwo drauf drückt, markiert ihr gerade auch den Brush, beziehungsweise es kann auch sein, dass es bei euch so eingestellt ist, dass diese Option nicht an ist und ihr mit Drücken im 3D-Fenster nur die Flächen markiert. Je nachdem, in welchem Stadium eurer Map ihr euch befindet, kann mal das eine, mal das andere praktisch sein. Wenn ihr halt viel texturieren wollt, ist das Selektieren von Flächen sicherlich sinnvoller. Anfangs ist es eigentlich ganz cool, auch hier den Brush zum, ja, auszuwählen, damit man dann auch direkt gleich ja, den Brush da hat, um ihn zu bearbeiten in seiner Form. Wir haben hier oben in dem Bereich vier verschiedene Modi. Der erste ist der Selection Mode. Wenn ich hier jetzt irgendwas auswähle, ja, habe ich es einfach nur ausgewählt. Im Translation Mode kommen ja noch diese Pfeile dran. Jetzt kann ich also Sachen verschieben. Rotation Mode, ja, rotieren. Scaling Mode, ja, vergrößern, verkleinern. Der nächste Modus ist Non-Uniform Scaling. Hier kann ich also in jeder Raumrichtung einzelnes alles verformen. Das Schöne ist, dass ich mit Leertaste diese Modi einfach, zumindest diese drei, durchspielen kann. Ich kann also, wenn ich ein Objekt bearbeiten möchte, drehen, verschieben, das alles relativ komfortabel mit der Leertaste machen. Ich kann mir also hier meinen Brush nehmen und ihn jetzt einfach kopieren, indem ich die Alt-Taste drücke und ihn irgendwie verschiebe. Dann habe ich ihn kopiert. Leertaste gedrückt, kann ich ihn rotieren. Nochmal Leertaste, nochmal bin ich wieder im Verschieben-Modus und kann jetzt einfach hier rüberschieben. Das gleiche nochmal. Dann nehme ich den nochmal und schiebe ihn hier rüber. Ups. Und dann nehme ich die Decke noch, den Boden nochmal und schiebe ihn nochmal nach oben und habe jetzt im Prinzip ja, vier Wände, einen Boden und eine Decke. Naja, Moment, sagt jetzt natürlich der gute Beobachter. Im 2D-Fenster mag das ja schlimm, aber im 3D-Fenster sehe ich irgendwie immer noch nur Fußboden und eine Wand. Liegt einfach daran, dass man im UDK die Geometrie immer nochmal neu berechnen lassen muss. Zumindest die Brush-Geometrie. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich auch keine große Sache. Dafür gibt es diesen Knopf hier oben, der heißt Build Geometry. Einfach mal draufdrücken. Dauert kurz, dabei macht er mal gleich einen Map-Check, da kommen ein paar Warnungen und Errors, die uns aber erstmal nicht interessieren müssen. Und jetzt sehen wir auch, dass hier im Prinzip alle Geometrie da ist. Noch ein Wort kurz zu der Platzierung von diesen ganzen Objekten. Wie in der Source Engine oder eigentlich auch wie in vielen anderen 3D-Programmen ist es oftmals ratsam, mit dem Grid zu arbeiten. Sozusagen, das ist hier jetzt kein wirklich, ich mache es ein bisschen größer, dass man es besser sieht, dass ich hier keine im Prinzip freie Verschiebbarkeit dieser Blöcke habe, sondern dass es im Prinzip immer am Grid einrastet, am Raster. Die Einstellung dafür habe ich hier unten in dem Bereich. Dieser Haken sagt mir im Prinzip, ob das ja aktiviert ist, diese Funktion. Und hier in diesem Dropdown-Menü kann ich mir im Prinzip jetzt noch die Größe des Grids einstellen. Das gleiche gilt für Rotation. Kann ich im Prinzip einstellen, ob auch für die Rotation dieses, ja, so eine Art Einrastfunktion da ist und in welchen Stufen die ablaufen sollen. Die Standardeinstellungen sind schon ganz gut. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, das beizubehalten. Wenn man es nicht möchte, kann man es aber natürlich auch jederzeit deaktivieren und wieder aktivieren. So, jetzt haben wir uns die Brushes hier soweit erstellt und haben hier so einen Raum da. Das ist schon mal ganz gut. Wollen jetzt aber gerne den Raum zumindest noch ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel ist mir gerade eingefallen, dass der Raum eigentlich ein bisschen flach ist. Ich hätte ihn gern höher. Um jetzt mehrere Brushes zu selektieren, drücke ich STRG und ALT gleichzeitig und ziehe mal einfach so einen Rahmen. Das selektiert mir jetzt alles, was hier in diesem Rahmen drin gewesen ist. Ich sehe es auch hier in diesem Modus. Jetzt habe ich im Prinzip alle Brushes bis auf den Boden markiert. Um die jetzt nochmal zu verformen, gehe ich hier in diesem Bereich Modes aus dem Camera Mode in den sogenannten Geometry Mode. Drücke ich drauf, wir sehen schon, die Eckpunkte verändern sich und es geht hier so ein Geometry Tool auf. Kann man sich durchlesen, was es hier alles für Knöpfe gibt, aber die meisten braucht man gar nicht, weil man relativ viel so einfach direkt hier machen kann. Deswegen möchte ich jetzt mal gar nicht auf alles Mögliche eingehen. Man kann generell mit Brushes relativ viel machen im UDK, also deutlich mehr als in der Source Engine. Allerdings möchte ich auch hier vorwarnen, es gibt auch hier Limitierungen. Von daher die Brushes am besten auch so simpel wie möglich halten und deswegen auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit diesen ganzen Funktionen arbeiten, weil die einem gern auch mal das Brushwork ein bisschen zerhauen und dann kommen irgendwie Sachen raus, die man nicht mehr will.
Und ich sag's auch gleich, die Funktion rückgängig, die es hier oben natürlich auch gibt, die funktioniert auch nur sehr, sehr eingeschränkt in diesem Geometry-Modus. Also so dann irgendwie einen Brush zerschossen und dann rückgängig machen, funktioniert oftmals nicht so richtig, wie man es möchte. Deswegen das Brushwork lieber so simpel wie möglich halten, auch wenn man getrost ein paar coolere Sachen machen kann als in der Source Engine, die ich gleich zeigen werde. Genau, im Prinzip, wie wir jetzt das Tool haben, das entspricht quasi dem Vertex-Tool aus der Source Engine. Ich kann jetzt wieder hier mit Steuerung Alt kombiniert zum Beispiel Eckpunkte markieren und die jetzt verschieben. Aktuell ist das Koordinatensystem ja so ein bisschen eigenartig, weil es das sozusagen relativ zur Auswahl darstellt. Kann ich hier oben umstellen von Local auf World Reference. Jetzt habe ich im Prinzip mein normales Koordinatensystem und kann zum Beispiel einfach meinen Raum ein bisschen nach oben ziehen. Damit es aktualisiert wird, wieder Build Geometry, bums, ist es da. Und jetzt habe ich zum Beispiel Lust, dass ich eine Wand, die will ich eigentlich gar nicht so langweilig eckig haben. Dann wähle ich mir diesen Brush aus und klicke jetzt am besten hier im 2D-Fenster auf eine der Kanten drauf. Also ich kann jetzt auch Sachen einzeln markieren. Also diese Eckpunkte hat man gerade schon. Ich selektiere jetzt die Kante und drücke einfach mal auf Split. Da fügt es mir hier extra Eckpunkte ein. Das mache ich nochmal hier und nochmal hier. Und jetzt markiere ich einfach diese Eckpunkte, schiebe sie ein bisschen hinter und die nochmal und ein bisschen so. Habe ich so ein bisschen so eine abgerundete Wand. Das Schöne ist, dass es im Prinzip im UDK kein Problem ist, wenn sich hier von einem Brush die Eckpunkte sehen. Also solche Geometrien kann man relativ getrost erzeugen. Ich will jetzt nur noch von Decke und Boden das hier hinterziehen, damit das dann so schön abschließt. Build Geometry wegdrücken. Und schon haben wir einen Raum, der hier so eine abgerundete Wand hat. Mit diesen Funktionen könnt ihr im Prinzip einfach mal ein bisschen spielen. Ihr könnt euch auch die Flächen hier markieren. Und dann mit diesen durch eine Extrudieroption zum Beispiel arbeiten. Dann werden im Prinzip diese Flächen so rausgefahren. Kann man relativ viel mitmachen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass das leicht ja, zu komischen Effekten führen kann. Also vielleicht lieber gar nicht so viel mit diesen Sachen arbeiten und. Also wie gesagt, das Brushwork wirklich so simpel wie möglich halten. Aber experimentiert einfach ein bisschen rum, was diese ganzen Modifier machen. Im Prinzip ist es ja mehr oder weniger auch selbsterklärend, extrudieren und so weiter. Probiert es einfach aus. Eine Sache möchte ich noch zeigen, für die ich mir nochmal den Builder Brush nehme. Ich drücke also nochmal B. Da zeigt mir wieder meinen Builder Brush an. Ich mache nochmal Rechteck drauf. Ich will eine andere Größe, nämlich 64, 64, 64. Passt das? Ich mache mal die Höhe auf 150 und in eine Dimension 128. Machen wir mal so. Ich habe nämlich vor, mir jetzt hier eine Tür zu bauen. Und dieser Builder Brush soll jetzt im Prinzip meine Tür darstellen. Ich möchte diese Tür genau in diese Wand reinmachen. Deswegen mache ich jetzt den Builder Brush dahin, wo meine Tür sein soll. Und drücke jetzt einfach mal auf den Knopf. CSG Subtract. Man sieht schon, dass jetzt hier im Prinzip sauber die Tür ausgeschnitten wird. Das entspricht so etwa dem Carve-Tool aus der Source Engine, allerdings funktioniert die ganze Sache hier deutlich sauberer, sodass man diese Funktion relativ getrost nutzen kann. Ist jetzt nicht so wie bei der Source Engine, dass ja das Carving bekanntermaßen kleine Kätzchen tötet, man es deswegen auf gar keinen Fall machen darf. Hier geht das ganz gut. Kann man also ruhig nutzen. Upsala. Man sieht auch hier in der Ansicht, dass jetzt hier dieser Brush im Prinzip als so ein, ja, mit einer anderen Farbe einfach dargestellt ist. Ich der aber einfach verschieben kann. Build Geometry, ist die Tür halt da drüben. Klappt eigentlich soweit ganz gut. Ich jetzt wieder dahin und will mir jetzt gerade noch, keine Ahnung, paar Fenster machen. Huch. Builder Brush. Und zwar hier drüben in diese Wände rein. Also geht auch super bei so Sachen, die so um Ecken sind. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. CSG Subtract. Und ich kann jetzt natürlich auch einfach diesen Brush hier, na, diesen Negativ-Brush sozusagen einfach mit Alt gedrückt halten, und kopieren, hier drüben hinsetzen. Build Geometry und habe ich drüben auch noch ein Loch in der Wand drin. Ist also ganz praktisch, um jetzt einfach irgendwie Sachen und seien es nur erstmal Platzhalter irgendwie auszustanzen. Das Schöne ist jetzt, wenn ich solche Löcher hier irgendwie in meiner Map drin habe, ist das gar kein Problem. Also ich muss mich auch im UDK jetzt nicht irgendwie vor Leaks oder sowas schützen oder hüten. Wäre natürlich einfach nur schön, dass man halt irgendwas davor sitzt, weil man sonst einfach hier halt, ja,
ins schwarze Licht gucken kann. Aber für die Performance der Map ist es im Prinzip vollkommen irrelevant. So, als letztes in diesem Tutorial möchte ich noch kurz zeigen, wie man texturiert. Zumindest erstmal grob. Ich würde dafür vielleicht auch nochmal ein etwas detaillierteres Tutorial geben. Entschuldigung. Dafür gehe ich erstmal wieder hier oben in diesen anderen Modus rein, dass ich mit Klicken hier die Flächen nur auswähle, nicht die ganzen Brushes. Und fange jetzt einfach mal von unten nach oben an. Beziehungsweise ich mache mal kurz noch eine Sache, weil das ein bisschen komisch aussieht. Ziehe ich die Brush mal kurz ein bisschen größer. Dass man im Prinzip auch noch einen Durchgang hat. Da fange ich einfach mal mit dem Boden an. Ich wähle einfach mal diese beiden Flächen hier aus. Und gehe jetzt hier mit diesem Knopf in den Content Browser. Das ist das Fenster, was wir erst zugemacht haben. Dieser Content Browser ist genau das, was er sagt. Das ist im Prinzip das Fenster, mit dem wir den ganzen Inhalt des UDK durchsuchen können. Sei es die Standardinhalte oder auch die von uns selbst erzeugten. Dazu kommt auch später noch mehr. Jetzt erstmal nur, hier oben gibt es so ein kleines Suchfenster. Und hier gibt es Object Type Kategorien. Und wenn ich jetzt eine Textur für meinen Boden haben möchte, gehe ich zum Beispiel auf Floor und jetzt auf Materials. Achtung, hier unten gibt es auch noch einen Eintrag Textures. Kommen auch Sachen, allerdings sind Textures im Prinzip die Bilddateien, aus denen die Materialien erstellt werden. Die Sachen, die wir auf Brushes oder auch Models oder sowas ziehen, sind in Materials. Bisschen aufpassen. Und jetzt kann ich mir einfach was raussuchen. Das hier zum Beispiel. Und zum Beispiel per Drag and Drop das einfach hier reinziehen. Wobei das jetzt nur auf eine Fläche kam, sehe ich gerade. Die müsste eigentlich auch sein. So. Oder, was ich jetzt für die Wände mache, zeige ich euch gleich einen anderen Trick. Wand auswählen. Ich kann jetzt auch wieder hingehen mit Control drücken und alle Wände mir auswählen. Oder was eine ziemlich coole Funktion ist, wenn ich hier Rechtsklick drauf mache, gibt es hier einen Modus Select Surfaces. Und hier gibt es verschiedene, ja, Matching Brush und so weiter. Ist, glaube ich, relativ klar, was es macht. Ziemlich cool sind diese Funktionen: Adjacent, Coplanars, Walls, Floors, whatever. Und mit dieser Option, beziehungsweise auch der Tastenkombination, die kann man sich ruhig merken, die sind auch einigermaßen intuitiv. W für Wände. Sucht man im Prinzip alle Wandflächen aus, die jetzt hier irgendwie dranhängen. Das ist eine ziemlich coole Funktion, die das Texturieren von größeren Objekten ziemlich schön gestaltet. So, ich mache gerade noch eine Wandtextur raus. Keine Ahnung. Die hier könnte ich jetzt auch wieder draufziehen oder ich gehe hier drauf mit Rechtsklick und mache Apply Material. Da ich jetzt sehe, dass mir die Skalierung nicht so ganz gefällt, gibt es natürlich auch ein Optionfenster dafür. Darin komme ich mit F5, also einfach die entsprechenden Flächen auswählen, F5 drücken. Und hier habe ich jetzt verschiedene Optionen. Also mit Pan, das kann ich im Prinzip die Texturen hin und her schieben. Rotate ist auch klar. Alignment gibt es verschiedene. Hier gibt es ja schon oft ein planares Alignment. Und hier kann ich beim Scaling halt auch einstellen, im Prinzip wie groß es oder wie klein es halt dargestellt werden soll. In welche Richtung auch immer. Mache ich zum Beispiel mal so. Gefällt mir jetzt erstmal optisch ein bisschen schöner. Und noch zum Abschluss nehmen wir uns noch eine kleine Deckentextur. Content Browser. Gibt es überhaupt Ceiling? Ne, nehmen wir mal einfach mal, keine Ahnung. Concrete. Ja, irgend sowas. Ist ja egal. Apply Material. So, und ich würde sagen, für den ersten Teil dieses Tutorials wird es schon auch schon reichen. Ich habe jetzt hier erstmal soweit einen kleinen Raum. Oh, das machen wir noch schnell. Content Browser. Ach so, auch eine schöne Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, welche Textur ich hatte, ich kann einfach hier drauf gehen, Rechtsklick, Find in Content Browser und er sucht mir wieder die Textur raus. Also wenn ich mal irgendwo eine Textur nicht mehr weiß, welche das genau war, einfach draufdrücken, Rechtsklick, Find in Content Browser. Geht genauso auch mit allen Static Meshes und was auch immer. Ist sehr praktisch. Gut. Jetzt nochmal. Das soll es erstmal zum ersten Teil des Tutorials gewesen sein. Das soll erstmal reichen, um euch zu zeigen, wie das Brushbox so grob funktioniert und wie man sich so grob eine Map bauen kann. Und lass mir gerade noch einfällt, eine kleine Sache noch zu erwähnen, die ich vergessen habe. Was auch für das Design des Brushworks, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die Art der Skalierung. Es gibt ja auch UDK-Units, wie es im Hammer die Units gibt. Allerdings entspricht hier ein Unit nicht einem Zoll, wie es im Hammer ist, sondern ungefähr 2 Zentimetern. Also ist ein bisschen kleiner. Also wenn ihr eure Räume auslegt, müsst ihr alles im Prinzip ein kleines bisschen kleiner bauen, als ihr es im Hammer gewohnt seid. Gut,
Das soll es damit erstmal gewesen sein. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Tutorial, wo wir mal hier ein bisschen Licht reinbringen werden. Macht's gut!